Yo Leute, willkommen zum nächsten Game des 50 Abonnenten Sera von LP Jubiläums Spam Bam Jubiläumsprojekt und so, was auch immer. Und wir versuchen es dieses Mal mit dem schönen Spielchen. Sobald ich zum Laden komme und mich der Lorenor nicht mehr sabotiert, der übrigens immer noch dabei ist. Ich habe ihn noch nicht rausgeschmissen. Und zwar probieren wir es nochmal mit Tetris Attack. Das letzte Mal klappte es ja nicht so recht, weil es ziemlich asynchron wurde. Und wir versuchen es nochmal. Mit neuer ROM vom selben Spiel. So geht's. Juhu. Oh, Nintendo! Now go! Now let's blow! Now let's go! Please! Gut, wir spielen zwei Spiele. These games are for two players. Finde ich gut. Mir tut dieser arme Yoshi leid. Der gelbe Yoshi da. Der arme gelbe Yoshi wird vollkommen erwürgt. Ja, das stimmt. Er hat's verdient. In this mode, you must play to win! Gut, wir spielen auf dem Level 5, würde ich sagen. Das sollte erstmal reißen. Na gut. Du bist rausgegangen. Oder Lorenor ist rausgegangen. Einer von beiden will mich sabotieren. Das ist Das war ich. Das war ich gewesen. Gut. Ich nehme natürlich Yoshi. Und ich nehme... Entscheide dich. Ich weiß auch nicht, wen ich nehme. Jetzt! Cool. Lakitu! Und ich werde Viok natürlich wieder vollkommen platt machen und zerstören. Ich meine, das ist natürlich klar. Und zwar so! Nur um das sicher zu stellen, was passiert bei dir gerade? Ich habe jetzt einen Viererblock entfernt. Und jetzt wieder ein Dreier. Okay. Und ich habe jede Menge andere Blöcke auf mich drauf. Ja, und ich habe noch einen Block entfernt gerade. Ihr müsst wissen, Leute, wir müssen das immer prüfen, dass auch alles schön synchron bleibt. Genau. Ich meine, der Viok hat darauf bestanden. Für mich wäre es natürlich lieber, wenn der Viok vollkommen asynchron bleiben würde, damit er verliert. Wie zum Beispiel jetzt. Oh, shit! Jetzt hat er verloren, oder? Ja, richtig. Wow, gut. Wir sehen ja mal was... Wunderbar! Er hat einen noch einen fetten Block gemacht, irgendwie. So einen ganz fetten. So mega fetten. Immer, ich glaube, nicht, wie das passiert ist. Runde. Ehrlich gesagt, ich habe Tetris Attack noch nie verstanden und ich weiß nicht mal, worum es hier genau geht und ach, egal. Nun, es ist aber ein. Ich spiele einfach mal und von daher, das passt schon. Die Any Key-Taste, da stand gerade Press Any Key. Oh, stimmt, aber ich habe den Any Key nicht. Ich habe den Any Key auch nicht, was machen wir denn jetzt? Wir brauchen neue Gamepads. Noch mehr scheiß Game. Sag mal, ich kann ja hier gar nichts machen gerade. Ja, weil ich würde mal die blauen da entfernen und dann die Sterne da. Den rechten Stern. Oh, da hab ich ja nicht auf mich selbst geachtet. Helfe nie deinem Feind. Das sollte ich mir merken. Helfe nie deinem Feind. Das bringt nur Unglück. Ja, das sollte man wirklich niemals tun. So. Das stimmt. Jetzt hast du verloren. Gesagt, ich hab das noch nie verstanden, Tetris Attack. Das ist gut. Vielleicht könnte ich ja... Wir spielen übrigens hier drei volle Runden. Also... 3x2. Und zwar diesmal auf dem höchsten Level. Geil! Finde ich gut. Weil ich da auch bestimmt zurechtkomme. Ich auch. Es kommt nur drauf an, wer jetzt schneller verliert. Na, wen willst du nehmen? Wen willst du nehmen? Komm schon! Ja! Das ist jetzt natürlich die Chance für Rüdiger Hawk LP, jetzt durch einen Wie hieß der Charakter noch gleich? Und so Seraphon einmal Platz zu machen. Aber ob das funktioniert, ist eine andere Frage. Deswegen wieso bewegt sich hier alles? Ja, höchste Stufe und so. Was? Da bewegt sich dann alles? Höchste Geschwindigkeit. Ja, die bewegt sich immer nach oben. Ich versteh's nicht. Nur du musst einfach so schnell. Du musst einfach. Puzzeln, damit deine Bahn klein bleibt. Okay, ich habe das auch noch nie so wirklich gespielt. Ey, das ist ein bisschen, naja, gut. Aber es soll's, ich tue es einfach. Du weißt ja, du musst drei oder mehr Steine zusammen puzzeln, wie ich hier. Schau mal kurz bei mir. So.
Ja, aber ich habe hier nicht mal drei gleich. Man kann doch immer nur von links nach rechts verschieben, Beispiel. Oder? Was? Ich versteh's nicht. Drei oder mehr Gleise aufeinander oder nebeneinander? Ja, aber aufeinander kriege ich die gar nicht. Also ich kann du ja kannst immer auch nebeneinander. Ja, genau. Spielen also wir Level 1 zum Üben. Für Weehawk LP. Das ist voll. Eigentlich können wir das hier abbrechen, weil ich komme ja echt nicht zu. Nein, ja, du musst leiden. Du darfst nicht. Du. Wir werden nicht abbrechen. Du musst leiden. Also extra für Weehawk zum Probieren. Yoshi, das musst du gut, ich guck mal auf dein Bildschirm. Also, Rüdiger. Ich hab ja hier nie. Du kannst auch Steine ab, da runterschmeißen, damit du die passende hinbekommst. Was? Wie Steine also runterschmeißen? Beispiel, nimm mal den grünen hier, klick einmal nach links. Oder den roten, klick einmal nach links. Ja? Das meine ich. Ah, okay, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass das geht. Du kannst die runterschmeißen, so kannst du eventuell bessere Steine hinbekommen. Weil das wusste ich jetzt mal, das hätte ich zum Beispiel auch mal wissen müssen. So zum Beispiel. Und so zum Beispiel. Okay. Und so zum Beispiel. Naja. Also wie den, gesagt, den grünen, den rechten grünen. Den ganzen rechten Teil, den grünen. Und irgendwie hörst du ein störendes Geräusch. Du auch? Nein. Ich nicht. Ich höre nicht. Dann den lilanen da unten. Oder. Ja, jetzt den. In der Mitte, den lilanen. Ganz nach links. Ah ja. Und muss dafür sorgen, dass die Bahn immer schön unten bleibt. Also schmeiß mal da oben ein paar runter. Okay. Da ganz oben. Ich gerade auf einen Sieg von Rüdiger hinaus, aber es lässt sich noch verhindern für Serafon. Ah ja, das wusste ich nicht, dass man die runterschmeißen kann. Das hätte ich natürlich vorher wissen müssen. So, ich puzzle mal ein bisschen, damit ich hier... Ich puzzle dich mal ein bisschen tot, ja, damit ich hier ein bisschen wieder freikomme. So. So, den... Den weg. Und den dann... Und den und den da vielleicht auch noch und zur Vernichtung den da. Hilfe. Wie gesagt, du kannst ja auch nebeneinander schieben. Den Stern willst du jetzt nach rechts schieben. Den unteren, den die ist hier hektisch auf dem Bildschirm zeige, aber der Wirk das eben nicht sehen kann. Nee. Wie gesagt, ich bin für so eine Art Spiel bin ich einfach zu doof aus. Ich würde den Stern den, ja genau, sowas zum Beispiel hinbekommen. Okay, ich würde sagen... Also müsst ihr jetzt alle einmal den Weehawk auslachen. Hä? Lochner fängt an. So. Ich würde sagen, das ging flott. Gut, das war übrigens nur eine Übungsrunde. Die nächste Runde kommt nach der jetzt. Dann kommt die nächste richtige Runde. Ah ja. Wie viele richtige Runden willst du von dem Spiel noch machen? Du siehst doch keine Chance haben. So viele, um dich, genug, um dich leiden zu sehen. Ah ja, okay. Ja, wir wollen dich alle leiden sehen. Das stimmt mir ja, doch schon, meine lieben Zuschauer. Ja, man sieht ja nicht, dass ich hier überhaupt keine Chance habe, insofern. Also meine Zuschauer wollen alle einstimmig dich leiden sehen. Ja, dann. Du musst dich bei meinen Zuschauern bedanken. Ich brauch mal Maihawk, der wird's wissen, der ist ja einer deiner Zuschauer. Stimmt, ist er auch. Ich weiß jetzt zum Beispiel schon gar nicht mehr, was ich jetzt da mache. Das ist so unglaublich. Den lilanen unten links. Hä? Den würde ich ganz nach rechts ziehen. Was, ganz nach rechts? Ja. Ah ja, okay. Also irgendwie... Ich sehe sowas nicht. Das ist aber ich hab immer ein Auge dafür irgendwie. Okay, wenn ich... okay, Maihawk will dich leiden sehen, Rüdiger. Das ist gut. Okay, bin ich gut. Ich schrieb, willst du Rüdiger leiden sehen, XD? Ja! Sehr schön, das ist doch ein Vorschlag, den wir alle haben wollen, gerne. Total, ja. Und ja. Ich nehme mal die Steine. Ist ich halt sock so. Dich tot. Ja. Oh je. Irgendwie hört es immer so ein nerviges Nebengeräusch, aber das war bei Emiro und Borito auch so. Ich weiß nicht, was das ist, keine Ahnung. Und bevor ihr fragt, ja, Borito und Emiro, die haben das auch gespielt. Bei denen habe ich das übrigens auch zuerst gesehen. Nachmacher. Ja, voll. Mega Nachmacher, jetzt geht gar nicht. Hm. So, und den raus. Und ja, schon habe ich endlich die Steine alle. Ja. Entfernt. Jetzt weiß ich es auch gar nicht. Ja. Doch, wenn ich jetzt ein bisschen warte, kann es viel sein. So.
Den weg. Okay, wunderbar. Also irgendwie. Schnell die obere Reihe wegschmeißen. Die obere Reihe. Ausnahmsweise darf der Lorenor dem Rüdiger helfen. Okay. Die obere Reihe ist weg. Ach, nicht mehr ganz geschafft. Aber es war knapp. Fast hättest du gewonnen. Nicht. Oh ja, unbedingt. Und jetzt vernichte. Ich wollte dich gerade vernichten durch die Ausrufezeichenblöcke. Tja, war wohl nix. Tja, ich würde mal sagen, eindeutig gewonnen. Pippi hat schon wieder gewonnen. Das gibt's ja nicht. Ich würde mal sagen, eindeutiger Sieg für mich. Wir wollen dich nicht weiter leiden lassen. Ausnahmsweise. Und ich würde sagen, das war's mit diesem Spiel in der Reihe. Und bin sehr froh, dass es auch diesmal geklappt hat. Ja, das stimmt, ich auch. Total. Und ja. Ja, wir sehen uns dann, Leute, beim nächsten und vielleicht auch letzten Spiel vom 50 Abonnenten Special von Seraphon LP. Bis dahin. Ciao, Leute. Sag tschüss, los. Meine Sklaven. Los. Was? Tschüss sagen. Ihr beiden, tschüss sagen, los. Ciao, Leute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Leonard. Bei Seraphon LP. Ciao.